Arschbacken. Arsch. Wir beginnen am Dienstagabend mit der Fahrt in einer S-Klasse. Und zwar nicht in irgendeiner S-Klasse, sondern in einer speziell umgebauten S-Klasse, die schon in allen möglichen Ländern gefahren ist, um Daten zu sammeln. Darf ich vorne sitzen? Unbedingt. Sehr schön. Danke. Die Ingenieure haben mir erklärt, überall am Auto sind Kameras und Sensoren. Im Kofferraum gibt es Festplatten, die das alles speichern und diese Daten sollen genutzt werden, um das autonome Fahren voranzubringen. Das war alles ziemlich interessant und das Coole war, dass die Ingenieure echt begeistert waren von ihrer Arbeit und diese Begeisterung hat man gemerkt, obwohl sie diese Fahrten mit diesen Erklärungen jeden Tag, was weiß ich, wie häufig gemacht haben. Aber das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht und danach ging es ins Hotel. Ich habe es wieder ins Hotel geschafft, yay! Und das war echt eine ganz coole Fahrt mit der S-Klasse. Es ist faszinierend, wie viele Daten die tatsächlich sammeln, um das autonome Fahren voranzubringen. Jetzt gleich gibt es aber noch Essen. Wagyu. Das ist Wagyu und das Trüffel. Was ist hier los? Und das ist irgendein ganz spezieller Wein. Ich weiß das alles gar nicht genug zu schätzen. Okay, jetzt zieht euch das rein. Holy shit. Okay, pass auf. Live React jetzt auf Wagyu Beef Medium Rare gebraten mit Trüffel, getrocknetem oder irgendeinem speziellen Reis. Habe ich schon wieder vergessen, was das ist. Kann man machen. Schmeckt's euch? Was machst du? Was? Was willst du? Felix kann einfach, er weiß nicht, was gute Vlogs sind. Er kennt das nicht leider, deswegen. Ich erklär's ihm. Welcher Jahrgang ist der Wein denn? Ich habe keine Ahnung. Aber er hat gesagt, das wäre ein ganz besonderer Wein, den man auf jeden Fall zu diesem Wagyu Beef trinken sollte. Deswegen habe ich gesagt, her damit. Und er hat gesagt sogar, good call. Das sagen die immer. Deswegen ist, niemand versteht Wein und nur die Kellner sagen immer so ganz besonders, das passt perfekt dazu, weil uns einfach nur viel erzählen können, wenn wir den Wein verkaufen. Ja, das stimmt. Aber er schmeckt tatsächlich, ist ein guter Rotwein. Sehr schön. Ja. Das freut mich. Ja. Ich bleib beim Bier. Ja, wollte ich auch, aber er hat mich überzeugt. Unständig, weißt du? Ja, good call. Ja, auch für die Cola. Jetzt erwarten die sogar, dass ich Gold esse. Also, welches Snob-Level soll ich noch erreichen? Das ist das Maximum. Schmeckt goldig. Okay, das war ein sehr, sehr gutes Essen. Und ich habe sogar was Cooles erfahren, denn der eigentlich schon fast abgesagt geglaubte Slot, wo wir mit dem Smart fahren können, der komplett autonom ist, findet jetzt doch statt. Und zwar um 2 Uhr morgens. Beziehungsweise um 2 Uhr morgens muss ich aufstehen, denn es ist um 2 Uhr 20 ist die Abfahrt, 2 Uhr 45 ist der Slot. Und wir haben jetzt kurz nach 10. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich sehr, sehr klug, ins Bett zu gehen. Aber die Alternative wäre, jetzt noch mit Felix ins Casino zu gehen. Das heißt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Okay, Leute, ich bette jetzt. Und zwar 25 und nochmal 25 auf diesem Bereich, in der die 17 ist. Normalerweise darf ich hier nicht filmen, deswegen mache ich das jetzt hier alles ganz schnell und wir sind dann so im Sonderbahn-Pokertisch. Hier, Felix macht auch fleißig mit. Nicht Pokertisch, Roulette-Tisch. Oh mein Gott, was machst du denn da immer? Nee, das macht keinen Sinn. Okay, $50, das ist verdammt viel. Gucken wir mal, wo es hingeht. Oh nein. Oh nein. Was habe ich? 13 bis 24. Es ist 6 geworden. Oh mein Gott, das waren $50. $50, ja. Oh mein Gott. 24 Um Gottes Willen.
Oh Gott, ich hasse Glücksspiel jetzt schon. Ich höre jetzt auf mit Glücksspiel. Naja, ich habe noch ein bisschen Geld, was verspielt werden muss. Aber das war's mit der 17. Ah, ich höre jetzt auf zu filmen, bevor mich hier jemand abholt. So, das war eine ganz großartige Entscheidung heute Abend, nicht ins Bett zu gehen, sondern noch ein bisschen zu zocken. Weswegen ich nicht nur die $50 verloren habe, sondern auch noch die $100, die ich mir als persönliches Maximum gesetzt habe. So, man muss sich ja ein Limit setzen. Das Gute ist, dieses Geld war gut investiert, denn so habe ich festgestellt und gelernt, dass Glücksspiel suckt und nichts für mich ist und ich keinen Spaß daran hatte. Vor allen Dingen nicht am Verlieren. Wir haben 0.11 Uhr und ich bin übrigens heute um 4.30 Uhr aufgestanden. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel Schlaf bekommen, aber in ungefähr einer Stunde und 50 Minuten klingelt der Wecker wieder. Und dann habe ich 20 Minuten, um mich fertig zu machen, um dann doch die Smart Experience zu bekommen. Und mein Plan ist, mich nicht zu duschen oder sowas. Das schaffe ich nicht in 20 Minuten. Mein Plan ist, egal wie meine Frisur aussieht, meine Sonnenbrille aufzuziehen und mir einen Schnurrbart anzukleben und dann einfach zu dieser Smart Experience zu gehen, die durchzuziehen und danach wieder ins Bett zu gehen. Okay, let's do this. Felix hat es auch geschafft, ist natürlich zu spät gekommen. Der Motherfucker kommt immer zu spät. Und da ist das gute Ding. Und es fährt über den Las Vegas Strip. Und wir dürfen da sofort rein. Wir dürfen rein. Yes, yes, yes. Felix, ich rück einfach mal durch, ja? Ja, ist cool. So, pass auf, Leute. Wir dürfen jetzt hier reingehen. Ich habe übrigens immer noch meine bescheuerte Frisur und alles. Und da ist ein Bildschirm. Boxen. Oder was ist das? Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Sieht aus wie Boxen. Aber es ist natürlich gut zu wissen und generell relevant, dass das hier kein tatsächliches Auto ist, was so auf den Markt kommen wird, sondern das ist halt ein Concept-Car. Das soll halt nur verdeutlichen, wie es sein könnte. Okay, wir sollten auf jeden Fall unsere Story jetzt straight bekommen und nicht unterschiedliche Sachen jeweils in die Kameras sagen, sondern okay, am besten die gleiche Sache. Wir haben ja auf der Messe auch schon gesagt, so irgendwie alle Autos, die die Zukunft symbolisieren sollen, sind immer weiß. Ja. Und sind auch innen weiß. Und dann haben wir gesagt, ein bisschen unpraktisch, ein bisschen alles dreckig. Ne? Schau ich mal, hier sind ja schon ein paar Journalisten heute mitgefahren. Ne? Es ist schon ein bisschen dreckig, aber jetzt, oh Gott, Leute, ist es übrigens gerade alle Türen zugegangen. Ist nicht irgendwie eine Schiene oder irgendwas hier, ne? Also schaut mal nach vorne. Nee, nee. Da ist nichts. Es ist ein bisschen beschleunigt. So, das ist aber. Es geht schnell los. Ja, ohne Spaß. Also das Ding fährt jetzt gerade. Wir haben hier niemanden, der gerade hier lenkt. Wir sind gerade nur wir beide im Auto. Nur, hier, da ist niemand hinten drin, der da so heimlich irgendwie steuert oder sowas. Wir fahren hier gerade über den Las Vegas Strip. Also so, stellt euch vor, so später. Vielleicht wird man in 10 Jahren kein Taxi mehr rufen, sondern. Das ist hier rote Ampel, oder? Ja. Und jetzt gedrückt wird. Ja, gedrehen tut er ja nicht. Der fährt die ganze Zeit immer, den ganzen Abend vorwärts, rückwärts und hier. Ah, ist klar. Der macht aber gut Spiel. Ja, okay, oder? Da ist der Wagen hinter uns, hat sich gerade auch schon gedacht. Oh oh. Aber so eine Tür hätte ich ehrlich gesagt gerne bei meinem Auto. Ja. Du kannst so easy in jeder Parklücke hier aufsteigen. Das ist der große Vorteil. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich finde das sehr cool. Und das hätte ich gerne so. Das hätte ich gerne so in der Zukunft. Wirklich so als Carsharing-Modell. Dafür ist es ja jetzt hier auch. Das ist ja das Konzept. So soll es als Carsharing funktionieren. Wir haben es gerade noch am Display gesehen. Da sagt einer, would you like a ride und so. Und dann kommt der Wagen sogar im Zweifel einfach vorbei. Du musst nicht mal zu einer Position gehen, wo der Wagen ist, sondern er kann einfach zu mir fahren. Eben, genau. Und du musst ihn nicht parken nachher oder nein, so. Gar bei Carsharing gibt es jetzt ja auch schon ganz viel. Aber das ist Carsharing der Zukunft. Ja. Und dann musst du nicht mehr irgendwo dein Auto suchen und irgendwo nachher wieder parken, sondern es kommt einfach zu dir. Und wenn du fertig bist, steigst du aus, fertig, alles Elektroantrieb und sauber. Schön, also bist auch sauber nicht ganz, weil es ist weiß im Rennen und jetzt sind schon viele gefahren. Also aber wir haben ja schon festgestellt, die Zukunft besteht ja nur aus Materialien, die schmutzabweisend sind, yes, und dann ist das kein Problem. Also das ist tatsächlich gerade so angeführt wie in einem Science-Fiction-Film, fand ich. Ja. War ziemlich cool, das Ganze jetzt hier noch auf dem Las Vegas Strip und ich werde jetzt sofort wieder ins Bett gehen. Felix ist jetzt einfach wieder weggegangen. Weißt du, dann nimmst du was auf mit Felix, machst du eine schöne Anmoderation oder Abmoderation und dann geht er einfach aus dem Bild raus und erzählt er noch nichts mehr. Naja. Aber das war schon speziell. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann hat es sich auch gelohnt, in der Nacht mal aufzustehen. Aber ich freue mich, wieder schlafen zu können. Guck mal, wie schön hell es ist. Jetzt ist die Aussicht auch ganz anders bei diesem Wetter. Ich habe hier nochmal 3 Stunden Schlaf erlaubt, gnädig wie ich bin. Und habe extra den Wecker gestellt, damit ich jetzt frühstücken gehen kann und mit den
zweiten Video anfangen kann, denn dafür war bisher noch keine Zeit. Ich fürchte aber, dass ich das nicht schaffe, bevor ich fliege, denn heute geht die Abreise schon um 15 Uhr los. Ich meine, ich habe jetzt erst 7 Uhr, aber ich wollte eigentlich auch noch was vom Strip sehen. Also mal schauen, wie es läuft. Arschbacken. Arsch. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit, bevor ich fliegen muss. Die beiden kommen netterweise mit, zeigen mir noch ein bisschen Strip. Und wir wollen im New York, New York jetzt noch Achterbahn fahren. Oh yes. Ich bin sehr gespannt. Wir sind auch tatsächlich in New York gerade. Das war tough, dass hier. Ja, das ist ganz klar die Skyline. Wie ihr seht, wir sind ganz kurz nach New York geflogen, because why not? Ich finde das richtig cool. Die haben halt nicht nur einfach so eine Kulisse gebaut, sondern das sind die Hochhäuser einfach in echt auch in New York, nur ein bisschen kleiner, aber es sind wirklich Zimmer da oben drin. Ich finde das wirklich cool. Let's go. Oh oh. Oh. Es gibt ein Hotel, das Venedig Hotel. Okay. Wir gehen Gondeln und der Himmel ist so blau angemalt, aber nur Deckel. Es sieht aus wie Himmel mit Wolken aufgemalt und so. Und dann fährst du mit Gondeln durch Venedig da. Diese Stadt ist so unfassbar fake. Ja. Unglaublich. Alter, oh mein Gott, ich sehe den Riesenhund jetzt erst. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist jetzt das Jahr des Hundes. Ich glaube, das Jahr von Hundes. Ah. Oh. Okay. Ein, zwei Mercedes-Fahrzeuge hier am Start, die uns jetzt alle zum Flughafen bringen. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Shit, ich habe gar nicht gefilmt, wie ich Felix und so Tschüss gesagt habe. Tja, man kann nicht alles haben. Yay, ich habe es bis nach München geschafft. Es war ein erstaunlich guter Flug. Ich habe viel zu viel geschlafen, dafür, dass es jetzt schon so spät ist. Aber ich habe ein Video fertig gekriegt. So, wo muss ich denn hin? Da oben steht's. Münster-Osnabrück, K27, 19 Minuten. Okay, wir laufen jetzt 19 Minuten, fliegen dann nach Münster-Osnabrück. Dann fahre ich mit dem Auto nach Hause, dann lade ich das Video hoch. Bam! So, und zweiter Vlog auf öffentlich. Dann, wir haben jetzt 10 Uhr hier und ich fange jetzt gleich noch mit dem dritten Vlog an, ich bin nämlich noch nicht müde und das war's jetzt, das ist das Ende vom dritten Vlog, verrückterweise, und es war fantastisch, es war zwar nur sehr kurz, aber es war großartig, es war eine fantastische Erfahrung und ich möchte mich bei euch und auch bei Mercedes bedanken, dass ihr und sie das möglich machen und auch bei Felix und Kati, die mich jetzt heute noch herumgeführt haben durch Las Vegas und mit mir noch Quatsch gemacht haben. Es war so toll mit den beiden. Generell auch mit den Leuten von Mercedes. Alles so super nett einfach nur. Es macht so viel Spaß, auf diese Trips zu gehen und das als Video festzuhalten. Und ja, einfach danke dafür. Und hoffentlich auf bald. Macht's gut. Haut rein.